Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Wir gehen jetzt zu einem Lugia Raid. Dieses Wochenende und Montag Lugia und Ho-Oh wieder am Start. Ein Lugia, ein Ho-Oh können wir uns gönnen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ich habe von ein paar gelesen jetzt, die haben jetzt endlich ihr erstes Lugia, erstes Ho-Oh. Und wie es auch immer so ist, beim ersten Mal auch direkt Shiny. Habt ihr jetzt auch ein Shiny bekommen? Wart ihr auf Shiny Jagd? Ihr wisst, ich habe von beiden kein Shiny. Ja, von eigentlich gar nichts in Shiny legendär. Aber, ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Wette ist natürlich leidend, aber man muss trotzdem raus. Ich habe es jetzt die letzten paar Tage immer am Abend gemacht. Aber jetzt in der Früh direkt ist besser, dann hat man schon weg. Hat man keinen Druck mehr. Wisst ihr, was ich meine? Weil am Abend dann hofft man noch, dass ein Raid zusammengeht und so. Und wenn nicht, dann verfällt der Pass, was halt auch richtig leidend ist. Aber wenn man es jetzt schon in der Früh einfach weg hat, ja, dann hat man keine Sorgen mehr. Ich meine, wenn ihr das Video seht, ist es eh schon zu spät dafür, aber ich kann mal kurz die Konter nochmal durchgehen für Lugia. Ich meine, so oft wie die Niantic den bringt, wird der sicher nochmal zurückkommen. 100% sind 21,15. Mit Wetterboost, den wir nicht haben, 26,45. Also 21,15. Okay. Er ist natürlich Psychoflug. Das heißt, Psycho ist andauernd irgendwas mit Psycho. Unser Team Gengar, Mewtwo mit Spukball, Despota. Aber auch Elektro und Gestein. Und Eis, natürlich. Er hat jetzt eine Menge unsinniges Zeug geredet. Ich weiß nicht, wie viel davon ins Video am Ende kommt. Aber auf zum Lugia Raid. Alter, bin schon ganz voll geschneit. So. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, wir sind alle da. Ah, jetzt sind wir alle da. Okay. Screen-Code an für euch und los geht's. Ich schick mal meine Gesteins-Despota ins Rennen. Ich habe davon immer noch keinen gepusht auf Max. Sollte ich mal machen. Ja, ihr wisst, Staub ist selten. Staub ist schwer zu bekommen. Also an sich. Ein paar von euch, für die ist ja anscheinend kein Problem. Aber an sich ist Staub schwer zu bekommen. 14 Leute, nicht schlecht. Sonntag, morgen. 14 Leute bei dem Wetter. Spiel lebt noch. Das ist mein 999. Raid hier. Ja, und Ho könnte dann mein 1000. werden. Falls heute noch einer kommt. Ich erinnere mich noch an das allerersten Lugia. Das war auch mein allererster legendärer Raid. Wir haben den nicht geschafft. Und wir waren eine Menge Leute. Aber alle schwach, alle falsche Konter, alle. Ah, schon heftig. Werde ich niemals vergessen. Ein Pass verschwendet, damals noch free to play. Ende der Welt war das. So, 21,15 glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall irgendwas über 21. Ich habe 96er, das heißt, ich habe noch Potenzial, mich zu steigern. Aber nicht mit 20,58. Nicht mit 20,58, Mann. Und nicht shiny.
Wie soll es auch anders sein? Ihr wisst, Funtrick funktioniert bei Lugia nicht. Weil der Kai so komisch ist. Einfach werfen. Zumindest Excellent kann man trotzdem immer schaffen. Ich habe jetzt zu früh geworfen. Aber der fliegt irgendwie so komisch. Er macht diese Rolle, wenn er angreift. Da funktioniert der Fangtrick nicht, wo man so macht und dann wartet. Seht ihr das? Und dann, wenn ihr werft, dann kommt ihr gar nicht, trifft ihr ihn gar nicht. So ist besser, aber ja, wenn man Excellent wirft. Ansonsten ist er, muss ich schon sagen, der Leidendste zu fangen. Weil es halt nicht funktioniert. Zum Beispiel jetzt. Okay. Ich wollte sagen, wenn er da oben ist, komme ich glaube ich gar nicht ran. So. Ah ja. So. Obwohl, so schwer ist es gar nicht. Ist wahrscheinlich sogar besser. Weil man nicht auf den Angriff warten muss. Ciao. Immer die schlechten Würfe. Und drin ist er. Ah. Ihr wisst, Doppelbonbon. Falls ihr Bonbons braucht, verschickt eure Legendären noch nicht. Wartet, bis der Bonus anfängt und dann könnt ihr den verschicken. Am besten ist natürlich noch, wenn ihr auf Kilometer tauscht, dann kriegt ihr 3. Und dann verschickt ihr das, was ihr bekommt. Sagen wir mal Lugia gegen Lugia. Aus Entfernung. Dann gibt es 3 plus verschicken 2 nochmal. Das sind dann 5 maximale Bonbons. So. Überraschenderweise die zweite Chance auf die Weiterentwicklung von Bommelin. Einfach hier rumgelaufen und aufgetaucht. Oh mein Gott. Nicht, dass er genau dasselbe macht wie der Kollege davor. So, kriegen wir ihn diesmal. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn diesmal. Bam. Neuer Deckseintrag. Ich hoffe, die Kamera läuft. Bin mir gerade gar nicht sicher. Spontan noch ein Ho-Oh-Raid, damit wir das hinter uns haben. Ich habe gesagt, ihr seht das wahrscheinlich zu spät, weil ich hatte vor, das Montag hochzuladen. Aber dadurch, dass hier jetzt ein Ho-Oh ist, lade ich das mal Sonntag hoch und dann tausche ich das einfach mit dem, was ich heute vorhatte, hochzuladen. Dementsprechend schauen wir uns nochmal schnell die Werte von Ho-Oh an. Ho-Oh hat 100% nicht mehr 2222. Das war ja mein 100er, sondern nur noch 22,07. 15 DP verloren. Wetterboost, sonnig oder windig, 17,59. Ja, das trifft hier nicht zu. Wasser gegen Feuer und natürlich dasselbe wie gegen Lugia. Flug, also Gestein und Elektro. Das ist auch mein 1000ster Raid. Legendär. Das wird ein Ho-Oh. Ho-Oh hat die Ehre. Wir haben eine Spielerin, die wohnt in diesem Haus. Aber ist sehr unsozial. Ah, egal, mehr dazu vielleicht mal ein anderes Mal. Oh mein Gott, was hast du denn gestrickt? Das ist mein Windschutz, das ist der Windslayer. Hat sie gewunken? Nein, ich weiß nicht mal in welchem Stock sie wohnt. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich habe ihr gewunken, aber ich weiß nicht, in welchem Stock sie wohnt. Im zweiten oder im dritten, ich glaube im dritten, da wo geschmückt ist. Frohe Weihnachten, MC Woman! Das ist mein Geschenk für Sie! Ja, die, die rausschaut. Wo schaut jemand raus? Hast du dich gesehen? Nee. Da, bei der vierten Fenster. Also wie gesagt, die ist sehr unsozial. Kickt einen immer direkt sofort und raidet gar nicht mit. Falls man mal drin ist, dann schleicht sie sich einfach rein. Manchmal schließen wir sie aus, aber jetzt beim Horror ist schon knapp. Ihr habt's gehört, mein Geschenk an sie. Sie darf mitmachen. So. Puh. Alter, Ho-Oh wird zerstört. Wir hätten den auch zu dritt machen können. Alter, nach 50 Sekunden ist er bei der Hälfte. Wir sind 7. Aber die 7 sind jetzt nicht alle so top. Heftig, Mann, diese Effektivität. Ich weiß, er hat Doppelschwäche, Flug und Feuer gegen Gestein, aber trotzdem.
dass das so hart reinhaut. Und Effektivität wurde ja jetzt geboostet, Leute. Ihr wisst Bescheid. Junge, oh oh, Mann. Wie bist du gefallen, mein Freund? Wir hätten 100, also ein Drittel nur der Leute sein können. Das heißt 2. Alter. Oh oh, Duo Raid ist wahrscheinlich möglich. Hallo. Oh. Ich bin dich das angezeigt. Zeit schon drin. Okay. Nee, wir sind sogar leider schon fertig. Ah, ich hab's ja gesagt, dass ich fertig bin. Ciao. Ah, schade. Seid ihr in der Gruppe? Hallo? Seid ihr in der Gruppe bei uns? Ja, sind sie. Aber ich hab nicht aufgeschrieben. Passt schon. Ach so. Okay. Weil wir waren schon zu spät unterwegs, weißt du. Wir haben den gleichen mit ihm. So. Er ist schrecklich. Das ist gut. 22.07. Und. Also er ist schrecklich und nicht shiny. Das ist die 1000. Und spektakulär hoch 10. Ja. Und leidendes Wetter wieder. Da hat er nur Tobias leider geschafft. Und Ball weg. Wegen dem Regen. Schneeregen. So. Das ist kein gutes Wetter zum Zocken, Leute. Bleibt zu Hause, schaut meine Videos. Aber rausgehen, raiden. Schrecklich. Mal hier. Ich glaube, ich habe nicht mal goldene Berge geworfen gehabt. Critical für den Tausender. Immerhin. Immerhin. Ja, mein Ei. Das Ei ist. Oh, der hat ihn auch gefangen. Ja, geht doch. Das Ei ist ein Muschas. Ja, das war mein 1000er Raid, Leute. Leiden hoch 10. Das war's, Leute. Mein 1000er Raid. Ho, ho. Keins von beiden Lucky. Ich meine Shiny. Ich habe mir gerade einen Shiny Lugia getauscht. Nicht, weil ich einen Lugia gebraucht hatte. Ich bin kein Shiny Jäger. Aber die Kollegin hat einen Shiny Punita gebraucht. Und ich hatte da Glück und hatte sogar 2. Eins habe ich schon zu Galopp entwickelt und eins habe ich hier jetzt getauscht. Ansonsten Raid Nummer 1000. Sehr unspektakulär. Ah, und ist Ho-Oh geworden. Ich hätte mir auch irgendwas anderes erwünscht, aber schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch lief. Habt ihr Shiny Lugia, Shiny Ho-Oh bekommen? Habt ihr überhaupt einen Lugia und Ho-Oh bekommen? Und wie viele legendäre Raids habt ihr? Habt ihr die 1000 schon längst geknackt? Oder seid ihr noch auf der Jagd, so wie ich es lange Zeit gewesen bin? Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.